Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise. Sammlerfreunde, wir machen weiter mit unseren Playmobil Toys und da habe ich zwei wirklich wunderschöne Stücke neulich beim Einkaufen ergattert. Den legendären VW Käfer. Kein Auto steht für das deutsche Wirtschaftswunder so sehr wie der VW Käfer. Und den VW Bulli von Playmobil. Zwei wunderschöne Stücke, die ich euch heute zeigen will. Und ich glaube, dass der Bulli in meine Sammlung fährt. Ja. Und der VW Käfer, ja, Herbie und Dudu, da werden Erinnerungen wach. Ich würde sagen, ich nerve euch jetzt nicht länger, wir gehen jetzt einfach mal und schauen uns die beiden wunderschönen Playsets an. Beginnen wir mit dem Bulli. Oh, da werden Erinnerungen an die 80er wach. Ursprünglich als Transporter gedacht, entdeckten ihn auch irgendwann die Leute fürs Campen und dort wurde er zur absoluten Legende. Viele bauten in den 60er und 70er und 80er Jahren die Bullis als Campingbus um. Yo, die Reise ans Meer erinnert mich selber damals an unsere Reisen nach Jugoslawien und die Türkei. Die linke Seitenlasche mit der Bestellnummer 70176. Sorry, es war ziemlich kalt. Die Oberseite der Box, die Bestempelung mit der Herstellerzeit und Datum. Die rechte Seitenlasche der Box. Hergestellt 2021. Hier die Rückseite mit der Erklärung. Eigentlich, Leute, das ist wirklich ein wunderschönes Playset. Ah ja, mit einem Wohnmobil war man einfach unabhängig. Man konnte hinfahren, wo immer man wollte. Auch sehr gut gelungen, der Motor. So, Sammlerfreunde, hier sehen wir jetzt den Bulli in all seiner Pracht. Leider habe ich den linken Außenspiegel gerade abgebrochen. Oh. Das markante Erkennungszeichen war die Windschutzscheibe, die in zwei Teile geteilt war. Die linke Seite mit dem abgebrochenen Außenspiegel. Also wer einmal in einem Bulli mitgefahren ist, der liebt dieses Auto. Der Motor. Mann, sieht der cool aus. Oh, das ist ja wirklich ein wunderschönes Modell. Nein, ich muss objektiv bleiben. Hier haben wir jetzt mal die Motorklappe geöffnet und er bietet Einblick in den Motor. Also, wie kann man davon nicht begeistert sein? Die Oberseite des Bullis mit dem Gepäckträger.
die Unterseite des Bullis. Die Oberseite ist abnehmbar. Oh Leute, das ist wie ein Flashback in die 80er. Guckt euch mal den Wasserhahn an. Jo. Wir hatten früher immer so eine Pumpe, da konnte man draufdrücken, dann kam das Wasser raus. Die Schränke kann man öffnen. Wie schön das 70er-Jahre-Design eingefangen wurde. Also Sammlerfreunde, ich habe ja oft Spielzeug in der Hand, aber das ist wirklich wow. Die Regale, wo man das Zubehör reinpacken kann. Hinten ist die Liege erkennbar. Die kann man öffnen. Und es bietet noch zusätzlichen Stauraum. Ganz so, wie es damals früher in echt war. Da hat man wirklich jede Ecke ausgenutzt. Und das legendäre Cockpit des Bullis. Schön. Beigepackt sind zwei Figuren. Einmal der Pilot und einmal der Navigator. Oh ja, die Landkarte. Das ist ja heute schon durch Google Maps fast vergessen worden. Weißt du, die Dinger konnte man endlos ausfalten und das ganze Führerhaus voll. Ah, die 70er Jahre Frisur. Ja, das ist ein echter Abenteurer. Also wenn ich den sehe, habe ich das Bedürfnis, mir einen Bulli zu kaufen, zu einem See zu fahren, meine Gitarre zu nehmen und alte Lieder zu trällern. Hier der Reisekoffer. Diesen kann man öffnen und bietet Platz für jede Menge Zubehör. Perfekt abgerundet wird dieses Set durch reichhaltiges Zubehör. Oh, das ist doch Knäckebrot. Gibt es das eigentlich noch? Nee, das ist Zwieback. Oje, da erinnere ich mich an meine Oma, die hat es geliebt. Ideal für Abenteurer, Konserven. Die halten nahezu ewig. Und hier eine schöne Butterdose und Milch. Und hier haben wir eine Spiegelreflexkamera mit Rollfilm. Ja, ohne Display, das gab es damals noch nicht. Da hatte man den Sucher. Die Thermoskanne für den Kaffee, für unterwegs. Und eine Reisetasche. Das war jetzt der Bulli. Gehen wir jetzt zur nächsten Legende. Dem VW Käfer. So, Sammlerfreunde, hier sehen wir jetzt den VW Käfer. Wusstet ihr, dass der VW Käfer das am längsten produzierte Fahrzeug der Welt war? Ich glaube von 1936 bis 2002. Kann das sein? Ah, da gibt es bestimmt Experten, die können es mir ganz genau sagen. Spiel- und Sammelspaß für alle zwischen 5 und 99 Jahre. Die 100-Jährigen holen bitte eine Erlaubnis ihrer Eltern. Als Kind weiß ich noch, wenn wir in Urlaub gefahren sind, sahen wir immer viele VW Käfer, die waren vollgepackt bis oben hin. Ihr glaubt nicht, was man die alles reingekriegt hat. Das kriegt man heute in einen Sattelschlepper nicht rein. Wenn dann die älteren Modelle dann über die Alpen gefahren sind. Damals gab es noch kein Internet und da hatte man kein Fernsehen dabei. Ja, da würden die Jungen heute alle sterben. Surfbrett und Koffer. Die Oberseite der Verpackung. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt der VW Käfer als Zeichen des Wirtschaftsaufschwungs. Die linke Seitenlasche. Die rechte Seitenlasche.
Hergestellt im Jahr 2021. Das Jahr nach dem Jahr, das nicht genannt werden darf. Die Unterseite der Box. Hergestellt am 3. November 2020. Die Rückseite der Box. Die Landkarte im Hintergrund. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich glaube, wir können uns das alle nicht vorstellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, all dem Tod, der Zerstörung und den Entbehrungen, war für die Menschen ein Urlaub unerschwinglich. Als dann in den 50er Jahren die Reisewelle begann, war das Sehnsuchtsland natürlich Österreich und Italien, weil es am nächsten lag, und Italien natürlich wegen dem Meer und dem schönen Wetter. Ach, Sammlerfreunde, wann können wir wieder richtig in Urlaub gehen? Wieder vollkommen entspannt und sorglos, wie damals in der guten alten Zeit 2019 vor Corona. Also ich hoffe, dass einige VW-Besitzer hergehen werden, wenn Corona vorbei ist, sich ihren VW-Käfer schnappen und nach Italien fahren und das bei YouTube kommentieren und dokumentieren. Alles ganz genau beschrieben. Die Geschichte des VW-Käfers. Ein wunderschönes Nachschlagewerk. Oh, Schande über mich. Jetzt habe ich mich doch tatsächlich geirrt. Die Produktionszeit war von 1949 bis 2003. Aber es wurden bereits schon Vorserienmodelle vor dem Zweiten Weltkrieg hergestellt. Das weiß ich. Aber die sahen auch ein bisschen anders da aus. Und hier sehen wir jetzt den Beetle, den Käfer. Weltweit bekannt, weltweit Kult. Die filmischen Umsetzungen fand ich schön. Herbie und Dudu. Das Modell ist so schön, ich weiß gar nicht, wo ich da filmen soll. Ich hoffe, dass Mercedes auch ein paar wunderschöne Modelle rausbringt. Weil Mercedes, seid mir nicht böse, meiner Ansicht nach das schönste Auto der Welt. Mensch Leute, wie würde unsere Welt aussehen ohne Autos? Weil die wäre doch richtig langweilig. Das Auto ermöglicht die moderne Zivilisation, so wie wir sie kennen. Die Erfindung des Autos ist wohl eine der wichtigsten Erfindungen in der gesamten Geschichte der Menschheit. Autos verbinden Menschen. Autos bringen Wissen und Ware überall hin, egal wohin auf der Welt. Ein Auto ist das ultimative Symbol der Freiheit. Sorry, Sammlerfreunde, aber es verbinden einen so viele Emotionen mit einem Auto. Ich glaube, Kaiser Wilhelm sagte mal, dass der weltweite Bedarf von Autos 1 Million nicht überschreiten wird. Und ich glaube, in der Zwischenzeit gibt es mehr als 1 Milliarde Autos. Ja, das Auto hat die Welt erobert. Und wer hat es erfunden? Gottlieb Daimler und Benz. Hier die Unterseite des Playsets. Ja, Sammlerfreunde, die Geschichte des Autos ist eine Geschichte des Pioniergeists, des Abenteuers und der Innovation.
Sammlerfreunde, stellt euch mal vor, das Auto gäbe es nicht. Und ihr wärt beim Supermarkt, beim Einkaufen und jeder hätte ein Pferd. Das wäre lustig. Beigepackt war auch jede Menge Zubehör und 3 Figuren. Und hier sehen wir das Surfbrett. Die Kühlbox. Die Kühlbox bietet Platz für jede Menge Zubehör. Der Reisekoffer. Und jede Menge Zubehör. Und hier noch weiteres Zubehör. Sammlerfreunde, das war jetzt der VW Käfer. Und ich gebe jetzt zurück zum Schlusswort. Sammlerfreunde, wir sind wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Playmobil ist ein zeitloses, wunderschönes Spielzeug, das längst die Generation übersprungen haben. Und begeistert jung und alt. Bei denen auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall die Älteren. Ich meine, der Bulli, der ist genial, aber man kann halt nicht alles sammeln. Oh. Ja, Playmobil macht es aber auch nicht leicht. Ja, Sammlerfreunde, ich hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen. Und dann sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt Fantastic Toys and Merchandise. Den Bulli behalte ich. Oh, gerade entdeckt. Für den Jungen zum Spielen am Sand. Oh, das hatten wir damals auch. Ja, ich habe Wasserbogen gebaut und Chuck Norris baute. Das war jetzt der Bulli. Kommen wir jetzt rüber. Hier bitte daran halten. Ab 5 Jahre bis 99. Also an alle 100-Jährigen, das ist nichts für euch. Für alle. Ja, Sammlerfreunde, wann können wir wieder richtig in Urlaub gehen? Ich weiß, jetzt durch Corona merken wir erst, wie viel Entbehrung. Sammlerfreunde, stellt euch mal einen Einkaufs.